Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Daniela Wallstein. Ich bin Bewusstseinstrainerin und Coach hier im Chino Zentrum für Bewusstseinsentwicklung. Mit meinem heutigen Gast Maria Husch möchte ich gern das Thema Bewusstsein in Räumen beleuchten, denn sie ist Raumexpertin und kann uns sicher einiges dazu erzählen. Hallo, herzlich willkommen, liebe Maria, zum heutigen Interview mit dem Thema Bewusstsein. Hallo und herzlich willkommen. Freue mich, bei dir zu Gast zu sein auf deiner wunderbaren Couch. Ja, herzlichen Dank. Maria, bitte stell dich doch kurz für die Zuschauer vor. Wer bist du und was machst du? Ja, ich begrüße euch hier mitten aus Wien und ich bin Raumexpertin. Das heißt, ich verbinde die Räume mit Coaching und schaue mir genau an, wie unsere Räume auf uns wirken. Wie können wir die Räume nutzen, um unsere Ziele und Träume zu erreichen? Einerseits natürlich unser Zuhause, um glücklich zu sein, um Herausforderungen zu lösen. Und natürlich auch unsere Arbeitsräume, Homeoffice, Büros und so weiter, um wirklich erfolgreich zu sein, vielleicht da auch Herausforderungen zu lösen und weiterzukommen, weil oft die Räume auch nochmal die Unterstützung sind, um noch schneller voranzukommen und weiterzugehen. Okay, wunderbar. Dann haben wir heute das Thema Bewusstsein auf dem Plan und zuerst würde ich dich gerne fragen wollen, was bedeutet für dich denn Bewusstsein? Ja, Bewusstsein ist für mich hinzuschauen, was wir so den ganzen Tag denken, sprechen, hören, sehen, fühlen und so weiter. Und ja, dem Bewusstsein schenken und zu schauen, unterstützt mich das, was ich sehe, was ich mit den Dingen, mit denen ich mich umgebe, was ich vor allem auch spreche, denke, unterstützt das, dass wie ich meine Beziehungen leben will, wie ich mit meinen Kunden sprechen will. Oder wir haben so viel unbewusst, was abgeht, uns dahin zu schauen. Immer wieder ganz bewusst und auch was zu verändern, um positive Veränderungen ins Leben zu bringen. Das ist für mich so, das Bewusstsein ist für mich ein Training. Ja, dass wir, glaube ich, wie einen Muskel immer wieder trainieren können. Und aber wenn wir da wirklich ins Training kommen, tut sich sehr, sehr viel und können wir viel auch verändern. Ich würde jetzt gern von dir wissen wollen, haben denn die Räume Bewusstsein? Also auch im engeren und auch im weiteren Sinne, also auch Plätze, Orte, haben die Bewusstsein für dich? Ja, Räume und Bewusstsein ist für mich direkt auch verbunden. Ja? Also sie haben auch auf unser Bewusstsein natürlich einen großen Einfluss. Ja? Kommt natürlich auch jetzt darauf an, wie weit wir das sehen. Jeder Gegenstand, ja, der hat quasi auch seine Schwingung. Das wissen wir auch aus der Forschung und wir wissen aber auch, jeder Gegenstand, mit dem verbinden wir ein gewisses Bewusstsein. Der hat eine allgemeine Wirkung, ja, weil jahrtausende lang ein Buch einfach so genutzt wurde und eine Raumwirkung hatte in der Steinzeit, um uns wirklich Schutz zu geben vor dem bösen Wolf und so weiter. Und die Dinge haben auch ganz persönliche Wirkung. Wenn ich etwas geschenkt bekommen habe, dann ist ein Stück weit da auch das Bewusstsein dieser Person drinnen, tut mir das noch gut. Wenn etwas kaputt ist, ja, dann ist da auch ein Stück Bewusstsein drinnen in diesem Ding. Ich bin es nicht wert, da jetzt etwas zu haben, das wirklich funktioniert. Das kostet mir dann Energie und sehr, sehr vielschichtig bis natürlich hin zu energetischen Wirkungen von Räumen, die natürlich auch gegeben ist. Ja, wir wissen alle, wenn wir einen Streit in einem Raum haben, dann fühlt sich das noch ein paar Tage danach irgendwie danach an. Schwere. Und da braucht es manchmal kleine Veränderungen, frischen Wind, um da wieder ein neues Bewusstsein auch in den Raum zu bringen. Ja, wie kann ich denn selbst das Bewusstsein in einem Raum erahnen, feststellen oder spüren? Hast du da so ein Vorgehen? Gehst du irgendwo rein und hast einen Ablaufplan oder passiert das automatisch? Wie kann ich das machen?
Ich empfehle da mal wirklich bewusst wahrzunehmen, die eigenen Räume. Wir sind ja in den eigenen Räumen betriebsblind. Oft, wenn wir gefragt werden, wie war das Hotelzimmer in dem letzten Urlaub, das Tolle, wissen wir mehr als über die eigenen Räume und über das eigene Zuhause. Meine Idee ist da wirklich auch mal und immer wieder bewusst hineinzugehen, auch wenn wir vorher zum Beispiel ein Seminar gemacht haben, Veränderung oder einen langen Urlaub, wo wir so neuen Schwung uns geholt haben, dann vielleicht sogar die Koffer draußen stehen lassen. Ich mache das immer wieder und mal hineinzukommen und wahrzunehmen. Was sind die ersten Eindrücke? Und am leichtesten ist natürlich das Sehen, ja, einmal wahrzunehmen, wenn wir dann schon geschult sind. Können wir auch schauen, was gibt es vielleicht an Energien, die wir wahrnehmen und so weiter. Aber schon beim Sehen entdecken wir viele Dinge. Wo geht der erste Blick hin? Welche Dinge sehen wir permanent? Welche Farben, Formen? Was ist präsent? Wo ist vielleicht zu viel? Wo sind die Dinge irgendwie schon seit Ewigkeiten? So, also ich habe gerade eine Kundin, die gerade gepostet hat, sie hat ein Regal, seit Jahren ist das so dekoriert. Und sie hat es mit den bestehenden Dingen nur umdekoriert. Nichts Neues. Und irgendwie das ganze Wohnzimmer fühlt sich anders an. Okay. Also bedeutet das, dass ich nicht unbedingt gleich Farben streichen muss, sondern ich kann mit kleinen Dekorationen oder neuen Accessoires schon ein neues Raumbewusstsein schaffen? Ja, also wir brauchen auch gar nicht wirklich große Dinge tun. Und die meisten haben jeder Gegenstand auch im Alltag, ja, macht einen Unterschied. Ja, zum Beispiel habe ich diese tollen goldenen Becher. Es macht einen Unterschied, ob ich jetzt im Business aus denen trinke oder aus irgendeinem Glas, was ich vielleicht als Werbegeschenk bekommen habe von einer Firma, die mir eigentlich nur Energie gekostet hat, die mir nicht gut tut, was schon kaputt und zerkratzt ist, macht einen Unterschied. Wie fühle ich mich? Das ist wie mit der Kleidung. Wir alle kennen das, wenn ich dieses Lieblingskleidungsstück anhabe, wo ich mich wirklich gut fühle. Dann trete ich anders auf, dann denke ich anders, dann macht das einen Unterschied. Und so wirkt auch unsere dritte Haut, jeder Gegenstand, können wir da anschauen. Und da braucht es keine großen Veränderungen. Natürlich, ab und zu macht es auch Sinn, größere Dinge oder neu auszumalen, aber wir können mit den kleinen Dingen sehr, sehr viel in Bewegung bringen. Ja, was bedeutet denn die Ordnung im Zusammenhang mit Bewusstsein? Ist das sehr wichtig dafür oder ist es unwichtig? Ordnung hat natürlich auch einen riesen Einfluss. Ja? Und da einmal bewusst werden, wie viel Energie und Kraft kostet uns die Unordnung. Ich empfehle durchaus mal aufzuschreiben, jeden Tag ein bisschen so Stichworte, wie oft streiten wir, wie oft suche ich was, wie oft habe ich negative Gedanken über mich selbst, weil viel, viel Unordnung ist. Wir wissen aber auch aus der Gehirnforschung und so weiter, dass Unordnung einen Einfluss hat, weil ich halt viele, viele Eindrücke habe, auch dann Chaos im Kopf, Überforderung. Und man hat Einfluss auf die Herztätigkeit, auf die Hormone, natürlich im Gehirn und so weiter, bis hin zum Schlaf. Und wir leben in einer Zeit, wo wir viele, viele Dinge haben, ja, und irgendwie uns angelernt haben, dass Loslassen schwer ist, ja, und immer mehr Dinge und weniger Zeit, und dann leidet da oft die Ordnung. Und das ist einer der Schritte, wo die meisten Menschen auch zu mir kommen, weil die sehen, dass das ein Problem ist. Und dann gibt es oft diese, ja, und so machen wir Ordnung und eine große, schwere Aktion. Was passiert? Wir programmieren noch mehr, dass Ordnung schwer ist. Das ist dieser Tagesordnungspunkt, haben wir vielleicht als Kind gelernt. Am Abend, wenn ich eh nicht mehr will, müde bin und jetzt kann ich nicht mehr mit den Freunden spielen, dann muss ich Ordnung machen. Das ist ja schon negativ besetzt. Und mein Ziel ist, da wirklich zum natürlich ordentlichen Menschen zu werden, wo das einfach nebenbei geht. Und da braucht es oft, bevor wir starten, einmal
auch schöne Blickwinkel, Neugestaltungen oder ähnlich wie du es auch in den Regalen hast, dass sie mal Kraft bekommen und überhaupt loszustarten, dass ich in ein, zwei Bereichen in meinem Zuhause schon irgendwie was sehe, diesen neuen Spirit und frischen Wind sehe, um dann auch die Energie zu haben, mit Ordnung loszustarten und mich umzutrainieren. Das ist auch wieder ein bisschen ein Marathon, ja, den wir trainieren, aber es ist ganz einfach möglich für viele, viele, für alle aus meiner Sicht ist es möglich, zum natürlich ordentlichen Menschen zu werden, wenn wir damit Freude und Leichtigkeit verbinden und wenn wir sehen, wie gut uns das tut. Wie viel Platz ist auch für Neues, wie viel mehr Platz ist auch für Bewusstsein, auch in anderen Bereichen natürlich. Dafür möchte ich ja erstmal dieses Bewusstsein schaffen, damit auch die Zuschauer bemerken, dass die Räume um uns herum auch einen Einfluss haben, wie ich mich fühle. Und die Zuschauer, die vielleicht jetzt Herausforderungen haben mit der Ordnung, wie kannst du denn in kurzen Stichpunkten sagen, wie können sie denn vorgehen, wenn es immer ein rotes Tuch ist und sich scheuen und sagen, mache ich morgen oder das mache ich dann und das geht nicht so richtig und ich schaffe das einfach nicht. Also du sagst ja, das ist einfach der Beginn. Ich muss ja irgendwie eine Struktur erschaffen können, um einen neuen Raum zu kreieren. Wie kann ich dann diese Ordnung, wenn ich nicht so dabei bin, ins Rollen bringen? Ja, da gibt es natürlich viele, viele Rädchen, an denen wir drehen können. Und viele Dinge, die wir tun können. Und die meisten versuchen, an zwei Rädern zu drehen und das ist jetzt zu entrümpeln. Vielleicht auch mit großer Anstrengung und den ganzen Urlaub werde ich jetzt entrümpeln und dann starten wir schon und eigentlich wollen wir lieber am Strand liegen und so weiter. Also da ist schon sehr viel Schwere drinnen. Und das Zweite ist natürlich irgendwie Ordnungssysteme im Alltag zu finden und ab morgen wird die Küche immer ordentlich sein. Und das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen da wirklich mit kleinen Schritten starten, um unsere Gewohnheiten zu verändern, um da zu programmieren. Wir wissen aus der Gehirnforschung, dass wenn wir die alten Dinge loslassen, dieselben Zentren im Gehirn getriggert werden, wie wenn ich mir wehtue und mich einschneide. Ja? Das heißt, wir müssen es umtrainieren. Und da gilt auch quasi meine goldene Regel, nur wirklich dann losstarten, und so kleine Projekte machen, dass ich wirklich mit einem positiven Ende damit aufhöre. Das heißt, ich starte nicht mit dem ganzen Keller als Projekt, sondern einfach mal mit der Lade der Socken. Und nur dann, wenn es mir gut geht. In meinen Programmen, wir entrümpeln zweimal im Monat gemeinsam, alle zu Hause, auch über Zoom. Und gestern sind zwei gekommen, die hatten einen anstrengenden Tag, Herausforderungen und sind gekommen und haben entschieden, nein, ich entrümple jetzt nicht, weil ich möchte zuerst zu meiner Kraft kommen und die haben dann einiges sich auch anstecken lassen und dann eine Kleinigkeit gemacht, 5 Minuten, aber dann positiv abgeschlossen. Und so werden wir Schritt für Schritt dann natürlich zur natürlich ordentlichen Person. Das ist so mein wichtigster Tipp, um zu starten. Ja. Unsere Raumgestaltung hat natürlich auch darauf Einfluss. Wir wissen auch zum Beispiel von Kindern, ja, die Lieblingsdinge, ja, die sind meistens relativ geordnet. Also die Dinge, die wir wirklich lieben. Das heißt, wenn wir dem zu Hause Aufmerksamkeit geben, dann wird das automatisch ordentlicher. Und je mehr Dinge um uns herum sind, die uns wirklich stärken, desto leichter fällt es dann auch, Ordnung zu halten. Okay. Wie kann ich denn jetzt in einer Familie beispielsweise Bewusstsein in Räume schaffen? Weil wenn unterschiedliche Ziele der Familienmitglieder wirken, ist es manchmal herausfordernd. Also wie kannst du einen Tipp geben, vorzugehen, einen Gemeinschaftsraum oder einen Entspannungsraum oder einen Sportraum oder verschiedene Funktionen und es sind unterschiedliche Ziele da. Wie kann ich das auf einen Nenner bringen? Ja, in Familien immer wieder spannend die Herausforderung. Erstens einmal sind räumliche Unstimmigkeiten oft
auch ein, nur ein Auslöser, ja, oder sichtbar machen von anderen Herausforderungen. Ja. Und das ist oft auch der Klassiker, wo es um Kleinigkeiten geht, wie die Größe vom Fernseher. Und die eine Person will halt den klein haben und die andere groß. Und wo dann Tage, Stunden, Jahre lang diskutiert wird darüber. Und in Wirklichkeit könnten wir schauen, was vielleicht anderes in den Räumen noch zum Ausgleich möglich ist. Das heißt, wenn die eine Person das möchte, dann stärke ich die natürlich in den Räumen. Wie kann ich mich dafür stärken? Oder wenn ich mich selbst stärke und jetzt mein Büro neu herrichte, dann kommt oft so ein bisschen Unstimmigkeit der anderen. Wie kann ich die auch stärken? Sehr oft machen wir das, indem wir sagen, ja, im Kinderzimmer, jetzt machen wir auch gemeinsam eine Aktion, um da loszulegen. Das ist mal auf jeden Fall das eine, immer zu schauen, dass wir in den Räumen die ganze Familie einen Schritt höher bringen. Und das ist auch manchmal im ganz anderen Raum. Da will ich den Meditationsraum einrichten. Und da gibt es Widerstand, ja. Und eigentlich, wir könnten wir im Wohnzimmer endlich dieses Dolby Surround-System aufstellen, weil in Wirklichkeit, ja, ja, ist jetzt nicht mein Traum, aber dafür habe ich dann meinen Meditationsraum. Und da sind oft, lösen wir das so auf, indem wir da hinschauen. Und dann sind natürlich die Räume wichtig, die wirklich Familie stärken und grundsätzlich, wie ist Familie sichtbar? Es gibt die Familien, wo überall nur Familienbilder sind, Plätze für die Familie, und es gibt die, wo nicht mal sichtbar ist, wer dort wohnt und wo es eher aussieht wie in einem Hotelzimmer. Hauptthema für Familie ist der Esstisch. Das wissen wir ja auch über Jahrhunderte, dass dort die Kommunikation, alle sitzen am runden Tisch, unsere Sprache sagt schon, wenn wir da auch hinhören. Und wenn wir den stärken, wenn der sichtbar ist, wenn der kraftvoll ist, ja. Also ich habe bis zu Beispielen, wo die Leuchte haben wir gewechselt über dem Esstisch, dass der wirklich so eine große Leuchte bekommt, wo dann die Kinder einfach länger sitzen, auch die Teenager und so weiter. Ja, oder klassische Beispiele, wie da gibt es jetzt teilweise nur so Holzbänke bei den Esstischen. Ich sage immer, für Familie, wir müssen den Esstisch so haben, dass da alle Gäste bis 5 in der Früh sitzen wollen. Ja, weil dann stärken wir Familie und ganz automatisch bleiben dann alle länger dort und stärken so das Familienleben. Spannendes Thema. Und ja, da kann ich an beiden Seiten so ein bisschen da auch stärken und Familie in die Räume bringen. Ja, wie gehst du denn in deiner Arbeit vor? Du bist ja auch in Feng Shui ausgebildet, so wie ich das weiß. Diese Richtung geht ja noch viel, viel tiefer als das, was wir nur sehen. Ist das denn hier im europäischen Raum auch schon ja anwendbar? Interessieren sich da die Menschen dafür? Kann man das auch spüren? Kann man das lernen? Wie ist deine Erfahrung? Naja, das ist nichts Neues. Jahrtausende lang hatten wir das auch und haben das auch in Europa. Nur bei uns wurde es nicht so aufgeschrieben. Das wurde eben im asiatischen Raum aufgeschrieben, die Wirkung der Räume. Aber wir wissen von und bis in die Römerzeit und so weiter, dass da ein extremes Wissen über die Wirkung der Räume war. Wir wissen, dass auf allen Erdteilen Raumformen, Hausformen sehr ähnlich waren in der Aufteilung. Wir wissen, dass die großen Schlösser und so weiter, zum Beispiel auch in Schönbrunn in Wien, dass da aus Asien vor hunderten Jahren auch Leute gekommen sind zur Unterstützung und so weiter. Also wir haben sehr, sehr viel Wissen auch bei uns. Das ist natürlich dann irgendwann vor ein paar Jahrzehnten auch übersetzt worden und teilweise auch kommerzialisiert. Das heißt, dass es da wirklich Regeln gibt. Ja, wenn du da den Kristall aufhängst, dann passiert das und das. Und es ist ja eigentlich eher für den Handel und so weiter übersetzt worden, weil
weil es für viele so klare Regeln braucht. Ja? Und die gibt es halt nicht wirklich. Da geht es immer darum, mehrere Aspekte anzuschauen und dann das Beste für die jetzigen Ziele auch herauszufinden. Ich selbst mache natürlich auch immer da wieder detailliertere Analysen. Für meine Kunden geht es mir aber vor allem ums Bewusstsein, wie die Räume wirken und da mal mit Kleinigkeiten loszustarten, die wir eigentlich im Alltag, wenn wir genauer hinschauen, selbst wissen. Ja? Wenn schon ewig nicht ausgemalt wird, dann kostet uns das Energie. Und dann gebe ich mal da auch Frische hinein und bringe das hinein. Mir ist wichtig, dass es nicht diese klaren Regeln und Verbote gibt. Ich habe da Kunden, wo irgendwelche Berater hingekommen sind und gesagt haben, also wenn sie da wohnen bleiben, werden sie krank werden. Klar wird das dann sein, wenn mir das jemand sagt, ja. Also durchaus auch schwierig. Wir haben immer unsere Räume, aber durch unser Verhalten, durch unser Tun, wir können immer alles ausgleichen. Und diesen perfekten Raum gibt es ja nicht. Und selbst wenn ich den heute habe, morgen bin ich ja schon jemand anderer, da habe ich schon neue Ziele, neue Herausforderungen. Da brauche ich ja schon wieder was anderes, um da hinzuschauen und da immer in Bewegung zu sein. Ich finde es einen wunderbaren Lehrmeister und Ideenfinder auch des Feng Shui, und da das Bewusstsein zu schärfen für unsere Räume hat sicher beigetragen. Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, also diese ständige und stetige Weiterentwicklung, diese Interaktion. Wenn ich mich persönlich entwickle, dürfen sich natürlich auch die umgebenden Räume, wo ich mich aufhalte, entwickeln. Das heißt, gibt es da auch so eine Beobachtung, Pi mal Daumen, also gibt ja manchmal alle 7 Jahre, ändere ich so meinen Stil oder beobachtest du das in kürzeren Zeiträumen? Wie oft findet denn so ein Wandel im Bewusstsein und dann auch in den Räumen statt? Ich glaube, es ist sehr individuell. Grundsätzlich, ich schaue jeden Tag meine Räume an. Ja, zum Beispiel in der Früh starte ich, indem ich weiß, das und das Projekt steht heute an. Ja, heute steht ein Interview an, da brauche ich das und das als Vorbereitung, damit das ein Tag ist im Flow. Und da brauche ich vielleicht frische Blumen, damit es mir gut geht, was auch immer es ist. Ja, ich empfehle auf jeden Fall, da immer wieder, wenn große Veränderungen im Leben sind, auf die Räume zu schauen, proaktiv auch. Dann natürlich immer dann, wenn ich merke, irgendwo gibt es Herausforderungen, es stagniert, dann auf jeden Fall auch hinzuschauen. Ich persönlich mache konkret auch Dinge einmal im Quartal und einmal im Jahr wirklich auch mit meinen Kunden schauen wir von Grund auf die Räume an, so ein bisschen vom Gefühl, ich ziehe da heute ganz neu ein. Und auch das können wir natürlich hinterfragen, ob die Räume da noch passend sind. Wenn ich mich jetzt damit auseinandersetze und die Räume anschaue, dann habe ich ja mir Möbel und Accessoires angeschafft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Möglicherweise habe ich mein Bewusstsein verändert. Ist es dann sinnvoll, das tatsächlich zu entfernen, neue Dinge zuzulegen? Oder wie entscheidest du dann vom Gefühl, das passt jetzt noch, das passt nicht? Also jedes einzelne Teil unter die Lupe zu nehmen, wie gehe ich dann vor? Na, da würde ich die beste Einrichtungsberaterin befragen, die es gibt. Und zwar dich, wenn du deine Ziele schon erreicht hast, die Zwillingsschwester, ja, die dort schon angekommen ist, die Ziele erreicht hat, die schon den Erfolg hat, die in der Beziehung ist, die Herausforderungen gelöst hat, die schon ordentlich ist, würde die das heute kaufen, ja oder nein? Und da geht es natürlich um Balance, ja, also wir wollen nicht jedes Jahr unser gesamtes Zuhause neu einrichten. Aber wenn ich dann drauf komme, eigentlich, ich habe jeden Tag dieses eine Regal, negative Gedanken. Irgendwie habe ich das Gefühl, das hält mich auf. Und dann hebe ich es vielleicht nur auf, weil es eingebaut ist, weil es teuer war oder sonstiges. Oft ist es da ein Möbelstück. Ja, ich habe auch eine Kundin, die habe ich vorgeschlagen, das Sofa ein bisschen herauszuziehen aus einer Dachschräge.
die hat das ewig nicht gemacht. Und die hat schon gespürt, da hat es nur mit dem einen Möbelstück irgendwas. Ja? Oft merken wir das eh, wo immer wieder die Aufmerksamkeit hingeht und so weiter. Und die hat es dann gemacht und es hat massive Veränderungen. Ich meine, klingt sehr, sehr spannend. Die ist quasi aus der Ecke herausgekommen, hat dann ihren Traummann kennengelernt und so weiter. Also da sind oft spannende Dinge, wo wir mal bewusst hinschauen sollten. Welche Möbelstücke passen eigentlich noch zu uns? Welche würden wir haben, wenn wir unsere Ziele schon erreicht haben? Und da heißt nicht immer alles weggeben. Also wir wollen auf keinen Fall, wir wollen auch alte Dinge aufbewahren. Auch das war gestern ein Thema, so ein bisschen Erinnerungen aufbewahren, wie es unsere Kultur macht in den Museen, weil die geben uns Kraft. Aber wenn alles zum Museum wird, dann hält es uns halt auf, weiterzukommen. Ich würde jetzt gerne mal weltweit ein bisschen schauen wollen. Du kommst ja auch sehr viel in der Welt rum, du reist sehr viel. Gibt es denn Orte oder Kulturen, die sich sehr mit diesem Bewusstsein auseinandersetzen, um ihr Zuhause zu stärken? Oder die ja, das favorisieren und intensiv damit umgehen? Welche Erfahrung hast du? Naja, ich glaube, wir sind halt in einem weltweit auch so, dass in allen Kulturen Menschen gibt, die sich bewusst mit sich selbst und auch mit ihren Räumen auseinandersetzen. Und dass halt sehr, sehr viele auch in allen Kulturen dem überhaupt keine Aufmerksamkeit geben. Ja? Ich meine, natürlich ist das vielleicht in Asien noch präsenter. Ich bin jetzt nicht ultimative Asien-Kenner, weil ich dort noch nicht so viel war. Aber da gibt es auch die, die einfach irgendwelche Kunststoffdinge überall hineinstellen und dem überhaupt keine Liebe und keine Aufmerksamkeit geben. Ich glaube, es ist in allen Bereichen gibt es die, die da schon mehr hinschauen und die einfach dem gar keine Aufmerksamkeit schenken. Ich bin sehr oft in Amerika. Dort ist natürlich nochmal das Wohnen und Einrichten ganz anders. Da ist viel mehr Veränderung, da ist viel mehr auch so einheitsmäßig und jedes Haus sieht gleich aus. Sind andere Dynamiken, die durchaus dann auch die Gesellschaft widerspiegeln. Ja, also das Wohnen spiegelt ja die Gesellschaft wider. Und das sehen wir auch in solchen Dingen, schon allein vom Möbeleinkauf und so. Aber da gibt es natürlich dort auch die Leute, die dann woanders hingehen, die Raumberatungen und so machen. Also ich glaube, überall gibt es immer wieder Anstoß, da mehr hinzuschauen wieder. Ja, wir haben es in den letzten Jahrzehnten ein bisschen vergessen und jetzt durchaus auch in den Medien rund um diese ganze Homeoffice, Homeschooling, Lockdown und so sehr viel Aufmerksamkeit auf das Thema und das ist auch die große Chance, dass Menschen wieder wahrnehmen, wie wichtig es zu Hause ist. Dann, wenn es mir gut geht, aber vor allem dann, wenn es eine Herausforderung kommt. Ja. Wie kannst du das denn aktuell beurteilen? Gibt es immer mehr Menschen, die auch Profis wie dich engagieren, die diese Hilfe im Außen suchen? Oder ist es, ja, ich schaffe das irgendwie allein und gehen an den Baumarkt, holen sich die Farben, streichen die Wände, stellen sich die Möbel hin und sagen, ja, ich habe mir jetzt Mühe gegeben, aber irgendwie scheint es doch nicht so geklappt zu haben. Also wie siehst du die aktuelle Zeit jetzt gerade? Sind die Menschen bewusster? Nutzen sie auch Außenstellen, Experten? Das ist natürlich mein Ziel, das immer mehr Leuten zugänglich zu machen. Wir sind natürlich in Europa oder hier im deutschsprachigen Raum so mit der Idee, also Raumberatung, Einrichtungsberatung, das ist was für die Reichen, ja, die jetzt um 100.000 Euro ihren Wohnraum einrichten und im nächsten Jahr wieder neu und so weiter. Und mir da Infos holen, ist gar nicht im Bewusstsein der Leute, kommen gar nicht auf die Idee. Ja, also klar, wenn ich jetzt die Zahnweh habe, komme ich auf die Idee, zum Zahnarzt zu gehen. Aber da ist es nicht im Bewusstsein und das ist mein Riesenziel da auch, dass
den Menschen nahezubringen. Das ist auch mein Ziel. Ich habe einen Mitgliederbereich, wo wirklich mit sehr, sehr wenig finanziellem Aufwand wir gemeinsam gestalten, wo es die Informationen und wo ich eigentlich nur das Bewusstsein schule, die Leute das selbst anzulegen und mit neuem Blick hinzuschauen. Und ja, da gibt es noch viel, viel Potenzial. Ja, dann, wenn wir gerade beim Thema sind, du hast schon die Akademie oder angesprochen, dass du so einen Mitgliederbereich hast. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich dich bisher nicht kenne und sage, ich habe eine Idee, ich möchte mich gern verändern mit meinen Räumen? Wie gehe ich dann vor? Schreibe ich dir oder wie kann ich mir neue Ideen holen? Was mache ich? Ja, also ich habe Online-Programme und einen Mitgliederbereich. Punktuell mache ich natürlich auch 1:1 Beratungen, da auf jeden Fall kontaktieren und mir schreiben. Mein Mitgliederbereich heißt I Love My Home Community, wo wir wirklich das Zuhause zum Kraftort machen. Und da gibt es schon viele so Minikurse. Ja? Also über viele Themen, die wir heute angerissen haben, sprechen wir da halt im Detail. Ja, was Eingangsgestaltung, ja, dass mich mein Zuhause wirklich anlächelt, was für Auswirkungen hat das, was kann ich da mit kleinen Tipps verändern. Herausforderung in Familie, gibt es dort kleinen Minikurs, wo wir da noch viel, viel tiefer hineingehen. Da gibt es eben die Möglichkeit, auch mich immer wieder zu fragen und dann, das ist etwas eben wie Training, wie ich gesagt habe, ein bisschen auch wie Fitnesscenter, man zahlt monatlich immer wieder neuen Input, trainiert immer wieder einen anderen Muskel, mehr oder weniger, und kann auch mich fragen. Ja, das ist das. Ich habe auch eben dazu ein Ordnungsprogramm und Ordnungsmagie und dann noch ein Programm zum Thema Erfolg im Business, Homeoffice und so weiter. Das sind meine Programme. Und sonst gibt es natürlich auch 1:1 Beratungen, da einfach schreiben und wir melden uns dann. Mich würde jetzt nochmal interessieren, hast du denn in deiner Laufbahn jetzt aktuell irgend so ein Beispiel, was du uns erzählen kannst und auch den Zuschauern, wo du eine Einrichtung verändert hast und danach ein phänomenales Ergebnis sich deutlich gezeigt hat oder eine ganz krasse Geschichte, also irgendetwas, was dir jetzt einfällt, so als praktisches Beispiel? Nee, es gibt tausende Geschichten. Ja? Die Frage ist, selbst wenn wir was im Raum verändern, schauen wir da überhaupt hin. Ah, das habe ich jetzt umgestellt und da hat sich sehr, sehr viel verändert. Also ich rege mal an, auch im eigenen Leben nachzuschauen, ob es vielleicht schon die eigene Erfolgsgeschichte gibt. Ja? Aber derzeit läuft mein Business-Programm, wo es eben Room for Success heißt, das, wo wir die Raumgestaltung eben verändern, viele, viele Online-Unternehmer, Einzelunternehmer, die halt, wo es um Sichtbarkeit geht und da passieren halt sehr, sehr oft Dinge. Ich stelle dann meinen Schreibtisch um, fühle mich ganz anders, nehme Raum ein und 2 Tage später kommen die Kunden nur so, plötzlich kommt ein Kooperationspartner, ich stelle den Tisch um 20 Zentimeter um und dann ruft gleich jemand an und so weiter, ja. Weil wir uns anders fühlen, anders denken und dann auch andere Dinge tun. Ja, dann gibt es natürlich die vielen, vielen Geschichten, wo die Kinder nicht schlafen, streiten untereinander, Beziehungsherausforderungen, Beziehungen, die nicht da sind und dann verändern wir was im Raum und plötzlich ist ein Partner dann hier. Da gibt es in viele, viele Richtungen Geschichten, weil wir können all unsere Ziele in den Räumen anschauen und die nochmal dort unterstützen. Das ist das Spannende. Viele gehen ja zum Coaching und Unterstützung und ich liebe es und schätze es, aber bei manchen ziehen dann die Räume wieder zurück, weil die halten sie im Alten. Und wenn ich innerlich arbeite, so wie du das machst, und auch die Räume verändere, dann geht es oft ganz, ganz leicht und auch schnell, etwas zu verändern. Ja, das wünsche ich mir auch immer sehr oft, dass eine Symbiose zwischen so vielen Bereichen stattfindet, weil tatsächlich dieser Mindset, den ich ändere, nicht unbedingt auch meinen Raum verändert und der Raum eine wunderbare Unterstützung sein kann. Also die Energie, die ich wahrnehme, die ich spüre. Also da sprichst du mir jetzt aus dem Herzen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und theoretisch müsste es eine tolle Vernetzung geben,
wo, wenn ich beim Coaching war, aber vielleicht gleich auch noch zu Maria oder zu jemand anderen als Experten gehen kann, um auch mal drauf zu schauen, ja, jetzt bin ich in mir ein bisschen gewachsen, ein bisschen bewusster, jetzt passen die Räume nicht mehr, aber ich komme vielleicht noch gar nicht auf die Idee, dass es auch an dem Raum liegen kann, dass ich mich wieder unwohl fühle und vielleicht wieder in das alte Muster zurückkomme. Also ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, um diese Kooperationen und dieses Verständnis, das Bewusstsein auch zu schaffen für diese Gemeinschaft und auch für dieses Ineinandergreifen aller Teilgebiete und auch der Menschen. Liebe Maria, ich würde vielleicht abschließend gerne mal, wenn es denn möglich ist, fragen wollen. Wenn ich mich jetzt auf den Weg mache, welchen Tipp und welche Botschaft hast du? Wie kann ich direkt vorgehen? Wie sollte ich anfangen, wenn ich jetzt meinen Raum, also ich mal einen angenommen, verändern möchte? Was tue ich? Wie gehe ich vor? Nein, mein erster Tipp ist immer, ein Happy Place zu gestalten, einmal zu starten mit einem Platz, weil das geht sehr, sehr rasch, 10 Minuten, der mir mal Kraft gibt, um dann vielleicht auch mehr zu tun. Gerade wenn so die Idee, wer zuhört und sagt, das geht nach einem Riesenprojekt, ja? Zeit nicht, Energie nicht, Geld nicht, jetzt da Großes zu verändern. Mal klein zu beginnen, und ich nenne das immer Happy Place. Und da gibt es auch die Geschichten, wo wirklich mit einem Happy Place ein Platz, den ich mal Aufmerksamkeit gebe, der mir Freude macht, wo ich Dinge herausbringe, die mich stärken, wo ich vielleicht auch frische Blumen habe, immer wieder dort bin, den ich viel sehe auch, dass ich dort mal starte und dann loslege und kleine Dinge verändere. Und dann Schritt für Schritt da auch weiter tue. Ziel ist, dass das Ganze zu Hause ein Happy Place ist. Und wir sind in einer Zeit, wo wir immer alles sofort haben wollen, weil wir Amazon und so sofort alles geliefert bekommen von der ganzen Welt. Aber mal mit dem Kleinen zu starten und von dem dann den Nächsten und den Nächsten und so weiter da vorgehen. Weil dann ist das auch wirklich gut machbar. Und wenn wir dann spüren, was es verändert, bekommen wir zusätzliche Energie und dann kommt da wirklich was in Bewegung. Ja. Mit welchen Buchtiteln oder so könnte denn auch ein Zuschauer, der uns jetzt folgt, beginnen, sich dazu erweitern im Bewusstsein? Hast du da spontan was parat? Wo kann ich denn jetzt mal nachschlagen? Oder ein Tipp, Mensch, das hat mir auch geholfen. Naja, Bücher zu dem Thema, muss ich ehrlich sagen, kenne ich wenige. Ja? Also jetzt wirklich konkret, so wie ich das auch zeige. Natürlich von mir gibt es jede Menge Videos, jede Woche auch ein neues. Es gibt natürlich unzählige Feng Shui-Bücher und so weiter. Aus meiner Sicht manchmal auch ein bisschen einseitig, weil wir da oft auch diese Regeln drinnen haben, die dann, dann kommen wir drauf, das geht bei mir nicht. Und dann kommt gleich ein und es wird wieder schwierig, dorthin zu schauen. Mir ist wichtig, da auch selbst loszulegen. Ich habe auch in meinen Dingen, sind wir eher aufs gemeinsam loslegen, als wie das viele, viele Bücher zu lesen. Und ja, ich kann jetzt da gar keins herausholen grundsätzlich. Ist natürlich wunderbar, sich da Inspiration zu holen, auch mit Büchern zum Thema Bewusstseinsveränderungen und Coaching und Mindset und so weiter. Und immer wieder den nächsten Schritt, überall eine Kleinigkeit herauszunehmen, den nächsten Schritt zu gehen, um weiterzukommen. Ja. Für die Zuschauer, die sich vielleicht interessieren, nenn doch einfach noch gern deine Internetseite, dann können die da mal drauf gucken und vielleicht auch in Kontakt mit dir treten. Ja, www.mariahusch.com ist meine Seite, leicht zu finden, und da gibt es schon jede Menge Tipps auch zum Holen, zum Thema Erfolg, zum Thema Ordnung. So die Basics zum Starten, also eigentlich was wir gesprochen haben, und es gibt jetzt, glaube ich, über 150 so kleine Videos, auch auf YouTube und so weiter. Das heißt, da ist schon relativ viel da, um voll und ganz loszulegen. Ja, herzlichen Dank, liebe Maria. Ich danke dir für den kurzen Einblick. Das ist natürlich
nur ein Anreißen und ein Beschreiben, ein Annähern mit Worten. Es ist so unglaublich groß, dieses Thema Bewusstsein. Also ich danke dir herzlich, dass du einen Einblick geben konntest in deine Arbeit, in dein Statement und viel Erfolg, viel Glück für die Zukunft und bitte bleib gesund. Ja, danke dir für die wunderbare Zeit. Ich wünsche dir alles Liebe und vielleicht sehen wir uns demnächst mal wieder. Tschüss. Ja, danke dir. Tschüss. Wenn euch das Interview mit Maria und mir gefallen hat, dann liked doch gern dieses Video und abonniert auch gleich den Kanal. Drückt auch die Glocke, denn dann seid ihr sicher, dass ihr beim nächsten Interview zum Thema Bewusstsein informiert werdet. Bis dahin alles Liebe. Tschüss. Bis bald.